Hallo, liebe Leute, und seid willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Paper Mario's Origami King. Wir sind gerade in Bowsers Festung. Fühlt euch nicht verwirrt durch diese Geräusche. Ich habe ein Item gekauft, das alle Geräusche im Spiel ein bisschen verändert. Ich bin gespannt, ob das auch beim Kampf jetzt hier sein wird. Auf jeden Fall wurde hier alles zerschnitten, deswegen wird da was garantiert die Schere sein. Oh, das sieht so cool aus. Ey, Bowsers Castle ist so geil. Viel besser als Peach Castle. So, dann komm her. Das ist auf jeden Fall die letzte grüne Schlange. Ey, ich bin auch noch da. Oh, Bowser, guck mal, Bowser ist unten links. Nice. Wo, hä, jetzt ist er... Nee, der hängt da. Wieso bist du nicht auf deinem Thron, kleiner Bowser? Kleiner, zusammengefalteter Bowser. Oh, der Arme. Oh Gott, ihr müsst mir dringend mal sagen, ob ich diese Geräusche ausstellen soll oder nicht, aber ich finde sie eigentlich ganz witzig. Oh, Vorsicht. Nein, nicht die Schere. Oh, Alter. Was sind wir denn für krasse Ninjas? Oh mein Gott, die böseste aller bösen Schweren. Das zweischneidige Schwert. Legend ausgewichen, Kompliment. Es wäre ja auch schade, wenn ich die Sache abgeschnitten hätte, ehe sie wirklich beginnt. Hier lasse ich euch mit meinen kleinen Lieblings spielen. Zeigt mir, wie viel Schneid ihr habt. Was? Was passiert? Oh, ja, lass einen Ringkampf machen. So richtig NBA-Style. An der I. Wie eklig ist das denn? Der hat einen eigenen Origami-Typen zusammengestellt aus allen Schnipseln von den anderen Leuten, die er kaputt geschnibbelt hat. Gefällt euch meine kleine Bastelei? Wundervoll. Ach, welch famoser Logenplatz. Bin schon gespannt, wer von euch am besten abschneidet. Versteht ihr, weil ich eine Schere bin? Okay, das ist richtig der Psychopath. Das erinnert jetzt auch ein bisschen... Das erinnert ein bisschen an diese Insel, wo man gegen diese Viecher kämpfen musste. Okay, Moment, was müssen wir denn jetzt genau machen? Müssen wir an den Typen ran oder müssen wir jetzt den Kopf von dem Fake Cooper angreifen? Okay, ich glaube, das ist ganz gut. Ich bin frei! Ja, aber ich muss auch... Nee, ich kann ihn gar nicht angreifen. Ah, okay, er verliert immer mehr seiner Schnipsel. Umso mehr Cooper-Köpfe wir natürlich von ihm wegschlagen. Das macht vollkommen Sinn. Na los, komm runter. Ich mache euch alle platti-schnatti. Ihr seid alle frei. Hurra! Also das ist der wahre Endboss. Ich glaube, Olli wird am Ende richtig, richtig schwach sein, weil wir dann ganz viele Gefolgsleute hin uns haben. Und Bowser wird garantiert auch noch an unserer Seite sein. Mario, ich bin's, Kamek. Dieses verschnipselte Ungetüm hat mir meine Zauberkräfte gestohlen und setzt sie gegen dich ein. Ach, so funktioniert das. Wenn ich mir dann einfach Kameks Sprecher auf mein Gesicht draufballe, habe ich dann auch Zauberkräfte. Das wäre ja der Oberwahnsinn. Ach du liebe Zeit, das Monstrum bereitet einen weiteren mächtigen Zauberspruch vor. Kannst du nicht mein Gesicht von diesem Scheusal ablösen? Das würde es gewiss schwächen. Kein Ding. Aurora-Strahl ausweichen? Los, mach deinen Aurora-Strahl. So, Aurora... No! Okay, das hat ja richtig die große Reichweite. Aber jetzt schnell. Ich bin nicht richtig ausgewichen. Ich krieg das trotzdem hin. Jetzt, abziehen. Hä? Okay. So, aua, zumindest fast. Die Geräusche sind richtig knuffig. Ich mag das richtig gern. Aber pass auf, wir stellen uns relativ weit hinten hin. Jetzt. Ja, das hat funktioniert. Und Kamek, ich zieh dich ab. Moment. Ah! Ich hab deine Nase. Nein. Oh Mann, weil ich A losgelassen habe. Zu spät. Jetzt schießt er mal zweimal. Richtig, der Doofkopf. So, jetzt. Das muss aber lang. Zieh die Kamek ab. Alter, wie viel hält denn das? Jo, ich bin gleich tot. Wenn du mich noch mit einem Aurora-Strahl trifft, dann bin ich schon tot. Dabei ist doch seine Nase fast ab. Voll unfair. Nee, lass mich in Ruhe, bitte. Nee, lass mich doch bitte in Ruhe. So, jetzt aber. Also wenn das jetzt nicht langt, dann weiß ich auch nicht. Abziehen, Kamek, jetzt lass los. Danke. Ah, ich bin frei. Aber das ist 1:1. Diese komische... Areninsel, die wir einmal hatten. Oh, hier, da... Ich sehe schon, wo ich da hingreifen muss. Ja, das läuft gut, das läuft gut. Also nicht wirklich, ich habe gar keine Leben mehr, aber ansonsten läuft das gut. Dass man hier auch gar keine Leben dazu bekommt. Aber klar, ist ja auch einer der Aua, der Endfights. Der erinnert mega an Blazing Beaks, an diesen zweiten Boss. Wenn jemand von euch Blazing Beaks geguckt hat. Wenn ihr Blazing Beaks geguckt habt, dann schreibt es jetzt in die Kommentare, Leute. Würde mich interessieren, weil Blazing Beaks kam auch richtig gut an. Oh, ist das der letzte Angriff? Bitte sei der letzte Angriff. Yes! Und wir kriegen Leben dazu. Nice. Mit 5 Leben einfach überlebt. Das war natürlich alles so geplant. So, du Schere, versteck dich nicht hinter deinen Vasallen. Ja, bildet euch nichts ein. Jeden schlaffen Schnipseln fehlen einfach die nötige Grammatur. Doch falls ihr Strumpfköpfe denkt, ich würde euch verschonen, dann habt ihr euch geschnitten. Ja, so mit Schneiden kann man nicht so viele Wortwitze machen, nicht wahr? Also der beste von den Wortwitzen her war bisher wirklich das Klebeband. Das war der allerbeste. Na gut, Ungeschoren ist auch noch witzig. Aber Ungeschoren kommt hier nicht raus, damit das klar ist. Doch wir wollen nichts überstürzen, oder? Vergnügen wir uns doch ein wenig, ehe ich euch zusammenstutze.
Okay, es gehen doch ein paar Sachen. Weil ich so großzügig ich bin, trete ich mit einem kleinen Handicap an. Pass auf! So, diese Hülle beschneidet meine Möglichkeiten enorm. Nun solltet selbst ihr eine Chance haben. Solltet ihr doch im Laufe unseres Duells meine schöne Hülle zu sehr beschädigen, tja, dann verstoßt ihr gegen das sportliche Duellverhalten und Verstöße werden einschneidend bestraft. Kapiert? Hä, das ist jetzt schon voll unsportlich, dass er denkt, dass er quasi nur mit der linken Hand gegen mich gewinnen kann. So ein Bastard, der nimmt mich nicht für voll. So, ich glaube, so nehmen wir alles mit. Wir nehmen sowohl den Tipp mit, in diesem steht. Extremste Warnung. Auf keinen Fall die Hülle zerstören. Angriffe stets gut gezielt anbringen. Hä? Nicht die Hülle zerstören? Okay. Wir kriegen auf jeden Fall die Pergamentur-Teile auf. Wir holen uns noch eine Kiste, wo auch nochmal Stuff drin sind. Und können das Pergamentur einsetzen. So, Faltarme, damit sollte ich ja das da unten nicht zerstören, oder? Je nachdem, wo wir angreifen. Na, wir schlagen einfach. Ja, dann geht die Hülle natürlich schon kaputt. Scheiße, der Typ hat gesagt, wir sollen das nicht machen. Ich glaube, ich habe was Böses gemacht. Die ging jetzt aber auch sehr, sehr schnell kaputt. Armselige Narren, ihr habt meine Hülle vernichtet. Ich hatte euch gewahrt. Meine Klingen sind frei und sie dürsten nach frischen Fasern, getränkt von eurer Furcht. Wenn du mich nicht für voll nimmst, dann muss ich halt dafür sorgen, dass du mich für voll nimmst. Alberner Zierrat, fort damit. Je reiner und makelloser mein Schlachtfeld ist, desto besser. Schnipp, schnapp, Pergamentos ab. Jo, der legt jetzt schon seine Superattacke auf. Ich frag mich, ob wir neue Pergamentor-Teile bekommen, wenn wir uns eine Kiste holen. Ja, neue Pergamentor-Teile drin. Ja. Ja, ist okay. Nicht so ganz viel, aber ist in Ordnung. Ihr seid am Ende. Dieser Angriff schneidet glatt durch jede Abwehr. Auf Nimmerwiedersehen. Der glatter Durchschnitt. No. Aber ich bin einfach hochgesprungen. Damit hat er nicht gerechnet. Hä? Drüber helfen gilt nicht, du kleiner Schummler. Meint ihr, dass er tatsächlich so ein Arschloch ist, dass wenn er einen trifft mit seiner Special Attack, dass man dann instant tot ist? Ich könnte es mir gut vorstellen, weil das halt jetzt schon ziemlich weit am Ende des Spiels ist. Aber ein bisschen Arschloch-like wäre ja schon. So, geht das jetzt überhaupt oder tue ich mir da selber weh? Ja, ich tue mir selber weh, es war so klar. Das war so klar. Aber ich habe wieder nicht nachgedacht. Immer wenn ich das erst mache, denke ich darüber nach. Oh mein Gott. Muss man ja richtig Angst haben, wenn er angreift. So, wir bleiben einfach beim sagenhaften Hammer, I guess. Das lief ja ganz gut. Sagenhafter Hammer! 34 Damage. Der hat aber auch garantiert noch ein... No, zu früh! Oh, er hat angetäuscht! Alter! Ich habe aber trotzdem ausgewichen. Aber irgendwie ändert er auch nicht sein Angriffsmuster. Er macht immer dasselbe. Oder... Und ich mache auch immer dasselbe. Das ist ein bisschen lame gerade, muss ich sagen. Aber wenn es funktioniert, why not? Also an sich, er hatte jetzt halt die Phase, dass er diesen Strumpf da anhatte. Einmal noch. Und jetzt die Phase, dass er mal angreift. Und da hat er noch nie getroffen. Also, bisher ist er wirklich der schlechteste Boss aller Zeiten. Er wird mich wahrscheinlich one-hitten, wenn er denn treffen würde. Aber tut er ja nicht. Er hat mir ja nicht mal wehgetan, als ich mit meinen 1000 Armen da ihn angreifen wollte. Da hätte er ja wenigstens meine Hände abschneiden können oder so. Dass ich dann meinen Hammer nicht benutzen kann. Wisst ihr, wie ich meine? Wenigstens das hätte er noch machen können. Hat er aber nicht gemacht. Ich vermute, er hat trotzdem noch irgendwie ein Ass im Ärmel. Wenn nicht, wäre das wirklich sehr, sehr lame gewesen jetzt. Ah, explodiert er wirklich, oder? Okay. Der Kampf ist zumindest zu Ende. Na, wie hat dir es gefallen? Hast du jetzt genug? Wenn mein Freund Mario unterschätzt, den stutzen wir zurecht. Jawohl. Nanu? Okay, da passiert doch noch was. Oder? Geht er nicht so daran? Olivia, what the hell? Doch, er explodiert einfach. Diese Explosionen sind immer so toll. Ich passe so gar nicht ins Bild rein. Und aus magischer Hand werden die ganzen Diener wieder vollständig gemacht. Toll. Ja, okay, das war viel zu einfach. Okay, der Boss hat aber auch keine eigene Folge verdient, Leute. Der hat... Nein, geht nicht alle weg. Helft mir. Helft mir, um König Oli zu besiegen. Vortrefflich, Mario. Ich bin wieder ganz der Alte. Meine kostbare Zauberzepter inklusive. Warte, warte, warte. Kamek ist ein Mann? Ja, vielleicht bist du ja noch nicht so klein und doof und blöde und stinkig, wie Papa immer sagt. Das ist richtig. Und dann befreien wir noch kurz Bowser. Dann kommt Bowser mit zum Pilzpalast. Dann stürzen wir noch kurz König Olli. Und dann sind wir gut dabei. Bam, 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 bam. Zeitweise hätte ich nicht gedacht, dass ich das Spiel durchspiele, weil das Kampfsystem nach so ein paar Stunden doch ein bisschen langweilig wurde. Aber die Story ist bisher wirklich in Ordnung, würde ich sagen. Also Paper Mario angemessen. Klar, die Paper Mario Teile früher, da war auch die Story besser, da war auch das Kampfsystem besser und diese ganze RPG-Kram war bei den frühen Paper Marios besser. Aber die Story hier treibt mich trotzdem voran. Und eure Kommentare. Leute, ihr müsst mal mehr schreiben. Also apropos Kommentare, da auf jeden Fall Dank an den YOLO King. Der hat mich hier sehr durchgeleitet durch das Spiel. Und ich weiß nicht, warum ich jetzt das Spiel schon so ein bisschen beende. Weil es geht ja noch ein bisschen. Das hast du wieder toll gemacht, Mario. Die letzte Luftschlange, damit haben wir unser Ziel erreicht. Naja, noch nicht ganz. Wir müssen schon noch das Pilzkönigreich besiegen.
oder wieder befreien. Ich danke dir für all deine Hilfe. Ich weiß noch, wie du mich das erste Mal gerettet hast. Von der Wand im Pilzpalast. Seitdem hilfst du mir wirklich immer und immer wieder, die ganze Zeit. Ich danke dir, Mario, von ganzem Herzen. Ohne dich hätte ich all dies nie bewerkstelligen können. Ich hätte es nie so zu etwas gebracht. Aber ich frage mich, ob es mir gelingen wird, meinen Bruder aufzuhalten. Kann ich ganz allein eine so große Aufgabe bewältigen? Ey, Zitronenfalter. Ja, dich meine ich. Dachtest du, wir überlassen die Sache einfach dir? Denk mal logisch, Mario muss die Prinzessin retten und ich kaufe mir Olli. Diesen Schmalzmacken-Flow bin ich noch eine Abreibung schuldig. Wenn ich meinen Körper erstmal wieder zusammengesetzt habe, dann kann der was erleben. Genau, keiner macht ungeschafft solche Sachen mit meinem Papa. Und mit mir auch nicht. Gebart und geschnipselt, total fies war das. Richtig, junger Herr. Ich bin froh, es euch hier Eifer zu sehen. Nun zeigen wir diesem Liederling, was Bowsers Papierschergenherr so alles kann. Ich danke euch. Oh, mit euch allen an meiner Seite kann ich es vielleicht schaffen. Olli, ich komme! Mach dich auf was gefasst, Bruder. Diesmal lasse ich mich nicht so einfach platt quetschen. Ach so, wie genau kommen wir denn eigentlich zum Pilzpalast? Nicht verzagen, Bowser fragen. Das ist meine einfachste Übung. Dazu wäre nur ein witziger Arbeitsschritt zur Vorbereitung erforderlich, und zwar mich hier runterzuholen. Klar, ich hole gerne Leute runter. Hau, ruck, hau, hui. Aber witzig, wir hatten Bowser ganz am Anfang gesehen und jetzt sehen wir ihn halt ganz am Ende nochmal. Vorhin jetzt geht's besser, zumindest ein bisschen. Ja, dann sag mal, Bowser, wie wollen wir denn ins Schloss hineinkommen, wo es doch oben auf einem Vulkan steht und so? Mario, Zitronenfalter, zuerst die Vorbereitungen. Mir nach, zum Lagerkämmerchen. Und das ist unten im Erdgeschoss. Lagerkämmerchen, das ist einfach eine Verniedlichungsform benutzt. So, aber erstmal will ich natürlich der König sein. Dieses Schloss gehört nun mir allein. Okay. Guck mal, jetzt sind hier auch die ganzen Papierleute. Oh, hammerstark, ihr habt gewonnen. Ich habe noch nie Papier gesehen, das Schere besiegt. Eure Heldentaten landen sicher mal in einem Buch, das dann schlecht verfilmt wird. Garant. Stimmt, kommt nicht sogar ein Mario-Film raus? Irgendwie? Von den Machern, die auch ich einfach unverbesserlich gemacht haben? Ich glaube schon. Wie bitte? Die Sache geht doch weiter. Mann, hätte ich doch nur auf meinen Berufsberater gehört. Lol. What the fuck? Oh, ich soll euch was von König Bowser einrichten. Mario, durch war und kommt zum Lager, kann mich an die alten Papier. Ich laufe auf den Zahnfleisch und bin schneller unterwegs als ihr. Ja, ist okay. Aber witzig, dass sie hier jetzt alle rumgammeln. Mario, willkommen in meinem kleinen Lagerkämmerchen für den täglichen Oberschurken-Werksbedarf. Und wenn du hier schon staunst, dann wart nur ab, was uns hinter der Tür dort erwartet. Normalerweise ist der Zutritt zum Hochsicherheitsbereich ja streng verboten, besonders für dich. Da habe ich ein Sicherheitssystem installiert, das eigentlich viel zu kompliziert für dich sein sollte. Dazu gehören die Säulen hier. Aber wie funktioniert das nochmal mit den Säulen? Los, Mario! Mach einfach mal was mit den Säulen. Rätsel-Action. Okay, irgendwas mit den Säulen. Das sieht halt aus wie Bomben. Ich würde da jetzt nicht einfach random irgendwas machen wollen. Aber ich glaube, mir bleibt gar nichts anderes übrig. Naja, einfach mal hauen. Das kann ich am besten. Hauen, hauen, alles hauen. Okay. Ich sehe schon. Hier gibt's einen Knopf. Genau, der macht einen Laser. Und wo muss das hinführen? Da hinten rechts muss das hinführen. Alles klar, das kann ja nicht so schwer sein. Warte, wir drehen hier noch einen weiter. Ah, jetzt verstehe ich das erst. Das geht da rein, aber immer aus dem Mund wieder raus. Das heißt, der muss auf jeden Fall so rumstehen. Okay, I see. Dann fangen wir einfach von hinten an. Und knubbeln die dann einmal so durch. Ist eigentlich nicht allzu schwer. Die Münder müssen einfach immer nur zum nächsten zeigen. Quasi genau. So, fertig. Bim, 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 bim. Ja. Okay, das war ja ultra easy. Oh, du hast es hinbekommen. Sehr gut. Viel zu einfach. Mario, hergehört. Du darfst wieder die Schmutzarbeit für mich machen. Los, mir nach. Wie immer. Oh nein, was machen die denn hier? Also erstmal gucken, was hier drin ist. Money! Dann noch eine Kiste. Schnittschergen. Alle zusammen. Die großen, die kleinen und diese komische Hand. Und was ist mit dir? Oh, ist das zu fassen? König Bowser hat mir schon wieder verboten, die Clownskutsche zu fliegen. Es ist meine Schuld, dass es mich komplett ohne Flugschein an das Ding gelassen hat. Nicht mal bedankt hat er sich für seine Rettung in letzter Sekunde aus dem Pilzpalast. Ach, du bist unser Retter. Das ist der wirkliche MVP hier. Und dann wird er trotzdem von Bowser angemeckert. Oh, die Schergen von Bowser haben es nicht leicht. Den linken Knopf da, den musst du für mich drücken. Dann sind all unsere Probleme gelöst. Dann gehen. Bowser, du bist böse. Ich weiß nicht, ob ich Bowser vertrauen soll, aber ich habe wohl keine andere Wahl. Rechts ist Triebwerkstock. Okay, geheime Waffe, let's go!
the fuck? Ah, das ist so eine Art UFO, oder? Oder so ein Panzer? Ja, das ist ein Schiff, das ist ein Schiff. Ultra gut. Sehr imposant auf jeden Fall. Und dabei mag ich im Sand nicht mal Po. Scheiße, falsch schon gesagt. Seht hin, oder zittert. Meine brandneue Tip-Top-moderne Superluftgaleere. Ha, da guckst du, Mario, was? Wahrscheinlich hätten wir dir damit mal richtig das Fürchten gelehrt. Wobei, das können wir ja immer noch. Mach am besten an Bord einfach ein bisschen die Augen zu, ja? Klar, wenn du das von mir verlangst. Aber Bobby, bist du das, Bobby? Wie kann das sein? Das sind alles Bobbys. Mario, kneif mich, ich sehe Gespenster. Wie kann es so viele Bobbys geben? Oh, es gibt tatsächlich einen Speedrun-Trick, wo man die Bobbys klonen kann. Also es können wirklich alles Bobbys sein von anderen Leuten, die diesen Speedrun-Trick eingesetzt haben. Entschuldigung, Mrs., aber ich glaube, du verwechselst uns mit einem anderen Bob-Omb. Kommt öfters vor. Oh, ach so, na, wenn du das sagst. Na, wie dem auch sei, schön, dich wiederzusehen, Bobby. Und danke für alles. Ja, danke, Bobby. Oh, so viele Bobbys. Ja, ich glaube, die sehen das gar nicht so schlimm, dass sie einfach explodieren und dann einfach tot sind. Ist zwar scheiße für die Hinterbliebenen, aber ja. Schergen, alle an Bord. Kurs setzen auf den Pilzpalast. Oha, also jetzt kommt hier wirklich Endzeitstimmung auf. Ich glaube, wenn wir dann beim Pilzpalast sind, dann sind wir tatsächlich schon in der letzten Folge. Dann haben wir jetzt ein bisschen Story gemacht und halt diesen Scherenkampf. Beim nächsten Mal dann allerletzte Folge, Finale. Wird richtig geil, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Hat ein bisschen länger gedauert als Ende 2020, was ich mir eigentlich vorgenommen hatte, aber ist in Ordnung. Und ja, dann hoffe ich, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.